Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Live-Event am Sonntagabend um 19 Uhr. Ich freue mich riesig auf euch und ich bin gespannt, wer alles zuschaut. Und Simon kommt auch gleich noch dazu. Und ja, ich freue mich auf einen wunderschönen Abend mit euch. Es wird sehr magisch werden, da bin ich davon überzeugt. Ich lasse ihn mal kurz rein. Wundervoll, danke schön. Ich heiße dich herzlich willkommen hier zu unserem heutigen Live-Call. Dankeschön. Ich freue mich dabei zu sein. Eine sehr, sehr spannende Woche, die hinter uns liegt. Und ich glaube, eine noch sehr viel spannendere, die jetzt folgt. Ja. Und ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir wollen heute mit euch über Infinity sprechen. Das haben wir ja schon angekündigt. Wir wollen eine mega schöne Heil-Session mit euch machen, damit ihr es einfach fühlen könnt. Weil ich glaube, wir können euch ganz viel erzählen. Es ist nur ein Therapiegespräch für euren Verstand, weil ich glaube, man kann es einfach nicht erklären. Nein, ich weiß es, man kann es einfach nicht erklären. Man muss es wirklich einfach mal fühlen und die Magie dahinter fühlen, weil ich glaube, das ist alles, was wir euch mitgeben wollen und können, dass wir euch diesen Zauber überliefern. Simon, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, genau so ist es. Es geht gar nicht darum, das mit dem Kopf zu verstehen oder verstehen zu wollen, sondern man muss es wirklich fühlen. Und das ist die Magie oder der Zauber, der hinter all dem steckt, weil wir Menschen einfach so darauf programmiert sind, dass wir immer alles mit unserem Verstand erfassen möchten und der ja wirklich mehr als limitiert ist, dass wir aber über diese Fähigkeit des Fühlens verfügen und die uns wirklich den Zugang zu ganz anderen Welten eröffnet, die so viel magischer und wundervoller sind, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, das ist das, was dich und mich eben auch verbindet, als wir uns wirklich 2019 kennengelernt haben und da miteinander, aber auch für uns selbst in diese Welt eingetaucht sind und erstmal festgestellt haben, was alles wirklich möglich ist. Und zumindest war das für mich immer mein persönlicher Antrieb, mich auf meine eigene Reise zu mir selbst zu begeben, weil ich dachte, manchmal kam ich mir vor wie so ein falscher 50er in der Welt, wo ich dachte, was ist das hier alles? Und ich hatte immer dieses tiefe Wissen oder diese Sehnsucht, das Gefühl zu wissen, dass es noch so, so viel mehr gibt. Und etwas, was mich wirklich begeistert, was mich wirklich erfüllt, wovon ich mehr lernen möchte. Und das hat zu diesem Zeitpunkt auch wirklich schlagartig zugenommen oder ist eingetroffen. Und das dann für mich selbst weiterzuentwickeln, oder wir selbst haben ja über die Jahre auch ganz, ganz viel miteinander, füreinander, aneinander gearbeitet. Und jetzt dann auch nochmal diese ganz neuen Techniken zu entwickeln, von denen wir immer wussten, dass das, was wir gelernt haben, nicht mehr lange eine Rolle spielen wird, weil es komplett neue Energien gibt, weiterentwickelte Energien, die den Zugang für Heilung sehr viel schneller öffnen, auch erleichtern und das auf wirklich eine wundervolle Art und Weise. Und das, ich hatte mich heute Mittag gerade noch mit einem Freund darüber unterhalten, viele Menschen machen das heute noch, aber vor allem in der Vergangenheit haben sich sehr viele Menschen, und ich denke, ich weiß, dass du und ich auch ein Lied davon singen können, sich über Leid, schmerzhafte Erfahrungen, traumatische Ereignisse, Erinnerungen mit anderen Menschen verbunden. Das war der gemeinsame Nenner. Und dann kann man sich auch vorstellen, was daraus entsteht. Wenig erhebend ist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mit Menschen über freudvolle Erfahrungen zu verbinden. Wirklich Spaß zu haben und das eben miteinander und das auch sehr erhebend. Und das sind diese positiven Faktoren, die zumindest ich persönlich mir für mich selbst wünsche,
mich darüber mit anderen Menschen zu verbinden, weil das andere haben wir jetzt lange genug gelebt. Das darf jetzt wirklich auch mal bleiben und sein. Und wir wissen auch, Veränderung findet von immer von innen nach außen statt. Das heißt, wenn ich anfange, an mir zu arbeiten, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten, dann löst du automatisch auch diese ganzen negativ resonierenden Verbindungen auf, diese ganzen schmerzhaften Erfahrungen, diese Traumata, da fließt Heilung rein. Und dadurch, dass die nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise geheilt wurden, kannst du dich auch nicht mehr darüber mit anderen Menschen verbinden. Das heißt, du ziehst automatisch wie ein Magnet diese wundervollen Menschen in dein Leben, die wirklich geniale Wegbegleiter sind, Soulmates, Seelengefährten, was auch immer, welches Wort du verwenden möchtest. Ja, absolut. Absolut. Also für mich war das tatsächlich mein emotionales Zuhause, kann man eigentlich sagen. Also für mich war das normal, dass ich mich so bei Menschen verbinde. Ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ja, wenn man sich, ja, wenn man sich so über solche Dinge unterhält, dann hat man einfach was miteinander zu besprechen. Man jammert so vor sich hin. Ja, man beschwert sich über alles. Ins Drama geboren, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, nicht mal, dass sie das böswillig gemacht haben. Ich glaube, wir haben es einfach auch nicht anders gelernt. Und man hat es einfach so weitergeführt. Und mir ist es selbst letzt erst bewusst geworden, Thema Vokabeln lernen. Es ist jedes Mal vorher Drama. Und irgendwann hat mir eine Freundin gesagt, ja gut, Nina, überleg mal. Und ich dachte, jo, klar, die machen es genauso, meine Kinder, ja. Man muss erstmal, man zieht so lange raus, bis es richtig Stress gibt und dann hat man den Antrieb zu funktionieren. Dann dachte ich, ach ja, und das können wir jetzt auch noch gerade auflösen. All dieses Drama möchte ich auch nicht mehr nähren. Und wie weit es eigentlich sich nach hinten auch rauszieht, das ist schon sehr, sehr spannend auch, ja. Absolut, Mir absolut. fehlt gerade noch ein, was uns eigentlich auch so intensiv verbindet zum Thema Energieheilung, war dieser Moment, als ich meine Brille verloren habe. Das ist mir jetzt gerade so Ja. noch reingeflattert hier. Wo du dir noch dachtest, was ist das für ein Spinner? Das hast du mir aber erst hinterher gesagt, sondern nicht in diesem Moment. Ja, das war so. Wir waren in der Ausbildung und wir hatten wirklich an diesem Tag diese Heilmethode gelernt und gegenseitig angewandt. Wir waren nicht zusammen, aber wir sind nachher raus Wir zum waren mit Essen, Mittagessen. Hatten. Mittagessen, ja, wie auch immer. Was? Mittagessen, Kaffee trinken, irgendwas in der Ja, Art. wir saßen da. Doch, wir haben Süßkartoffelpommes gegessen, weiß ich ganz genau. Und dann, Ja, lach. und dann habe ich gesagt, ich habe so Kopfschmerzen, ich habe so Kopfschmerzen. Und du sagtest so, ja, zieh mal deine Brille ab. Ich war so voll trocken, zieh mal deine Brille ab. Und ich sehe doch ohne Brille nichts. So, zieh seine Brille ab. Und dann habe ich die Brille abgesetzt und ich habe wirklich lesen können. Und das war so ein krasser Moment für mich, werde ich nie vergessen. Und was vor allem auch so spektakulär war, ich habe die Farben der Welt gesehen. Was vorher alles immer wie so ein Schleier für mich war, war plötzlich das Grün war saftig. Der Himmel war blau. Es war so beeindruckend für mich, natürlich auch diese Buchstaben aneinander reihen zu können, was ich nie konnte. Ja, ich konnte nicht wirklich lesen. Es war schlimm für mich. Mein Auge ist immer so gesprungen. Ich konnte nicht kontinuierlich eine Zeile durchlesen. Und durch dieses Energie-Healing ist einfach, die sind die Energien freigesetzt worden in der Augenmuskulatur und ich habe diese Brille nicht mehr gebraucht. Ja, es ist jetzt 4 Jahre her, ich habe sie immer noch nicht. Und man hat mir immer gesagt, ich werde irgendwann auf dem einen Auge blind sein, weil sich das so abgebaut hat über die Jahre. Und eigentlich war es nur eine festgesetzte Energie. Und das finde ich richtig krass. Ich habe ja damals gar nichts verstanden, was da passiert ist. Aber ich glaube, es ist immer wieder schön, das nochmal vorzuholen, dass einfach alles Energie ist, Simon. Und du als Künstler und Farbexperte, erzähl das mal in deiner Sprache, was das alles Energie ist. Ich glaube, das ist so wenig manchmal greifbar und trotzdem für uns schon so normal. Ja, und ich glaube, uns ist es auch wichtig, das sehr normal zu halten, weil es ist das einfach so auf der Welt. Das ist etwas, was jeder kann, was jeder oder was alle mitgegeben bekommen haben. Und dass es darum geht, sich dessen wieder bewusst zu werden oder vielleicht auch einfach daran zu erinnern. Und wir alle können fühlen und fühlen
ist bereits Energie, ist gleichzeitig eine Form des Channelings, wo wir Energien wahrnehmen, die Gefühle in uns auslösen und wir sagen können, was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit mir im Körper? Wie fühle ich mich dabei? Wo sitzt das vielleicht? Das können wir alle. Die einen besser als die anderen, aber es ist sehr, sehr leicht trainierbar. Und eine Farbe hat, ist nicht nur eine Farbe, sondern sie hat sehr, sehr viele Schattierungen, grenzenlose und endliche. Sehr viele, die wir mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen können, die wirklich nur vom inneren Auge gesehen werden können. Und wenn wir uns vorstellen, dass jedes Gefühl eine Farbe ist, dann ist alleine diese Farbe ein grenzenloses Spektrum, die so viel mehr Gefühle, Gefühlskombinationen ineinander vereint, die sich in uns allen befinden, dass wir gleichzeitig aber auch Farbe verwenden können, um unser eigenes Gefühlsspektrum zu erweitern. Das heißt, mehr zu fühlen als jemals zuvor, intensiver wahrzunehmen. Und das ist etwas, was wir nicht nur mit der Technik vermitteln wollen, die wir gechannelt haben, die wirklich einzigartig und neu ist in der Form, Menschen wirklich auf ganz einfache Art und Weise diesen Zugang zu ermöglichen, es aber auch selbst fühlen zu erleben. Und das ist das, worum es immer mehr geht, bereits jetzt, aber vor allem in Zukunft, dass wir feststellen, das Denken bringt uns gar nicht mehr weiter. Das ist nicht das, was uns wirklich erfüllt, sondern es geht wirklich rein darum oder überwiegend ausschließlich in die eigene Gefühlswelt einzutauchen und zu sagen, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich meine Bedürfnisse, wie nehme ich auch die Intensität einer Farbe wahr. Und das Schöne ist eben auch, dass wenn wir mit Farben arbeiten, der Verstand nicht mehr hinterherkommt. Und dadurch haben wir nochmal einen leichteren Zugang zu unserer inneren Gefühlswelt. Und Genau. das ist das, was es eben für mich bedeutet. Und es ist aber noch viel mehr. Es ist Lebendigkeit. Es ist dieses, wir alle tragen so viele Farben in uns. Wir sind so vielseitig. Und wie viele leben wir davon? Wie viele Persönlichkeitsaspekte? Wie viele lassen wir weg, weil wir vielleicht Angst davor haben, wie andere darauf reagieren, wie die uns bewerten, was auch immer. Spielt auch gar keine Rolle. Aber, oder zumindest für den Moment, wichtig ist einfach, sich einzugestehen, dass es so ist. Und dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, wirklich meine ganz individuelle, persönliche Farbpalette voll umfänglich wahrzunehmen und für mich und mein Leben zu verwenden. Und dann wirklich, ich hatte ja auch mal dieses Format Paint Your Life. Wir sind diejenigen, die unser Leben malen, mit unseren Farben. Ja, und ich glaube, da ist es einfach zu verstehen, auch man kann wirklich so sagen, als wäre die Seele wie so eine Farbpalette auch, also wie so ein Farbmalkasten. So stelle ich mir das immer vor. Aber ich habe auch immer gedacht, was ist denn mein Herzensweg? Was ist meine Lebensaufgabe? Wo geht denn dieser Weg hin? Und irgendwie habe ich es immer so kurz gefühlt und dann war es schon wieder weg. Und ich glaube, das Wichtigste vorher, bevor du wirklich dir Gedanken machst, was ist meine Lebensaufgabe, ist tatsächlich, was steckt denn in mir? Und diesen Farbmalkasten aufzumachen und wirklich mit diesen Farben anfangen zu malen. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht könnt ihr auch folgen, dass man wirklich ja, seine Farben erkennt und einfach sich auch seine ganzen Facetten erstmal erkennt und sagen, hey, nee, ich bin nicht too much rot, ja? Ich liebe rot und ich gehe mit dem Rot raus und ich muss nicht immer nur grau zeichnen sozusagen. Ich muss nicht still sein, ich muss nicht nur mich zurückhalten, sondern ich bin das einfach und das zu verkörpern. Und dann ist es eigentlich automatisch, dass du diesen Herzensweg auch gehst, was du fühlst, wenn du dich verbindest mit dem Herzen, was ja auch irgendwie diese Farbpalette ist.
deine ganze Gefühlswelt, deine Emotionen und dann auch wirklich ja, diese Lebensaufgabe auch auf diesem Weg findest, weil die findet einfach dich, ja, wenn du anfängst, mit diesen Farben zu malen, sozusagen. Es ist tatsächlich, was ich erzähle, Simon. Ja, es ist tatsächlich so, dass Ja. unsere oder ganz, ganz viele Menschen sind einfach auf der Suche nach ihrer Lebensaufgabe oder dem, was sie wirklich erfüllt. Und das Wichtige daran ist, es gibt nicht nur das eine. Das kann alles sein, was dich erfüllt, was dir Freude bereitet, was dich so lebendig fühlen lässt, weil es dir so viel Spaß macht, wenn du diese eine Sache machst. Und das ist ganz egal, ob du das für Mode machst, weil dich Mode begeistert, ob es Essen ist, ob es im heilerischen Bereich ist oder ob es im designerischen Bereich ist oder an der Kasse zu arbeiten, im Supermarkt, mit Menschen in Kontakt zu sein. Das, was dich erfüllt, ist auch deine Lebensaufgabe. Und die darf sich jederzeit ändern. Wenn du an den Punkt kommst, dass du merkst, ich habe nicht mehr die Freude dabei, wie oder daran wie vor einiger Zeit, dann frag dich, was ist das, was mir jetzt mehr Freude bereitet? Und auch wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, dich trotzdem dafür zu öffnen und nicht vom Verstand limitieren zu lassen, dass du das eh nicht erreichen wirst, weil du hast keine Erfahrung, du hast dies nicht, du hast das nicht, und dann stirbt dieser Traum oder wir selbst ersticken diesen Traum, dass er gar nicht erst aufblühen kann, weil es ist nicht unsere Aufgabe zu wissen, wie wir schon dahin kommen, sondern es ist unsere Aufgabe, einfach im Flow zu sein und die Dinge, die wir dafür brauchen, die finden uns, die fließen dann zu gegebener Zeit in unser Leben. Und etwas, was ich in den letzten Jahren wirklich sehr oft zu hören bekam und teilweise dachte ich kurz gleich im Strahl, wenn ich es nochmal höre, war dieses Geduld ist eine Tugend. Und tatsächlich ist es das. Manchmal wird unsere Geduld auch getestet. Und manchmal war ich auch sehr froh, dass sich Dinge nicht so entwickelt haben, wie es angedacht war, dass es diese Wartezeit gab, weil danach noch was sehr viel Besseres kam. Und da auch einfach dem Leben zu vertrauen, dass es immer für dich geschieht und niemals gegen dich, ist etwas, was sich über die Erfahrung stärkt, auch nochmal genährt wird, dieses innere Vertrauen in dich selbst, in dein Leben, in das Universum, wie auch immer du das nennen möchtest. Und diese Verbindung ist auch etwas, was wir bei Infinity stärken möchten. Das ist ein Teil, wirklich diese Verbindung mit dir selbst, aber auch zu wissen, du bist mit allem anderen verbunden. Und dann auch die Unterscheidung treffen zu können, was bin denn ich und was sind die anderen. Und wirklich auch mit diesem Satz zu arbeiten, nichts Besonderes zu sein, macht mich besonders. Weil das ist etwas, was man erstmal überhaupt nicht hören möchte. Und wir alle sind Teil eines großen Ganzen. Und wenn wir alle unseren Job machen würden oder unsere Aufgabe erfüllen würden, glaube ich, dann hätten wir das glücklichste Leben überhaupt. Und bis es soweit ist, ist, glaube ich, schön, oder jede Person, die sich daran erinnert, wer sie ist, was sie leben möchte, trägt dazu bei, dass immer mehr weitere Menschen das für sich erkennen und leben können. Ja, und ich glaube absolut, dass der größte Kampf dieses Lebens eigentlich der Kampf gegen dich selbst ist. Und wenn du das mal erkennst und aufgibst, gegen dich selbst die ganze Zeit anzukämpfen und gegen den Rat der Zeit, ja, wie du gerade auch sagst, mit der Geduld, niemand auf diesem Planeten, außer wir Menschen, leben nach einem Zeitkonzept. Die Tiere haben keine Uhrzeit, die Natur haben auch keine Uhrzeit, ja. Also der Baum fragt nicht, wann Frühling ist, um zu sprießen, um seine neuen Knospen auszufahren. Es geschieht einfach. Und
Ich glaube, bei uns mit der Sanduhr sieht man eigentlich noch so schön, wie die Zeit eigentlich nicht weggeht, sondern sie unten wieder gefangen wird. Ja, die ist nicht verloren. Aber wir sind in so einen Hustle-Modus gekommen, dieses schneller und weiter und noch höher und haben uns einfach komplett verloren in diesem Kampfmuster. Und ich meine, du bist ja schon ausgestiegen mit deinem Auswandertrip nach Griechenland. Ich glaube, da stand die Zeit schon mal extrem viel stiller wie hier in Deutschland. Aber ich glaube, uns muss es einfach bewusst werden, dass wir hier sind, nicht um irgendeinen Kampf zu gewinnen oder um irgendwie an ein Ziel zu kommen, sondern das Ziel einfach wegzunehmen, zu sagen, hey, diese Erfahrung, dieser Weg, dieses Leben ist die Erfahrung, die ich machen will. Und alle Probleme sind Herausforderungen, die ich hier erleben möchte auf dieser Erde. Und natürlich darf es auch leicht gehen, viel leichter als jemals zuvor. Da sind wir uns ja sowieso einig, Simon. Genau, auch das ist eine Entscheidung. Bist du bereit, dich für Leichtigkeit zu entscheiden und diese bewusst in dein Leben einzuladen, zu erhalten, empfangen und anzunehmen? Weil ganz viele sagen, ja, ich entscheide mich für Leichtigkeit und ich erhalte die und empfange die. Ja, ist schön und gut, aber wenn du dich nicht fürs Annehmen entscheidest, dann wabert die in der Quantensuppe rum und zieht an dir vorbei. Auch das ist eine ganz wesentliche Entscheidung, zu sagen, ich entscheide mich dafür, das anzunehmen, wie auch immer das dann passiert. Aber in diesem Moment hast du bereits die Entscheidung dafür getroffen, es anzunehmen, nicht nur zu erhalten und zu empfangen, sondern anzunehmen, zu integrieren, damit das auch durch dich fließen kann und von dir gelebt werden kann. Ja, absolut. Absolut. Und deshalb, Infinity ist so, so viel mehr als die Reise zu sich selbst. Es ist auch wirklich eine komplette Bewusstseinserweiterung, nochmal eine völlig neue Wahrnehmung von sich selbst und wirklich auf ganz einzigartige Art und Weise zu fühlen, zu erleben, dass wir mit allem verbunden sind. Wobei Selbstliebe auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das ist auch Teil der Fokus des ersten Moduls darauf. Ja, magst du kurz sagen, was so im ersten Modul an Tools auch drin sind, beziehungsweise was wir da lernen, beziehungsweise wie auch vielleicht das erste Modul aufgebaut ist? Kann ich gerne was dazu sagen? Da haben wir auch schon viel dazu geschrieben. Auf der Webseite kann man noch mal was nachlesen. Wir werden in dem ersten Modul ganz bewusst darauf eingehen, Verbindungstechniken beizubringen. Wie kann man sich mit sich selbst verbinden, mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, Wahrnehmungen? Wie kann man sich mit der Quelle, zumindest ich nenne das Quelle, allen Seins verbinden, um dort eben auch Informationen abzurufen für sich selbst, aber auch für die Heilung, beziehungsweise auch mit der Farbtechnik, die wir verwenden und gleichzeitig auch für Heilung verwenden. Wie auch immer du persönlich das nennen möchtest, ob das jetzt Quantum Healing ist, ob das Starseed Healing ist, ob es Trance Healing ist, spielt für mich letztlich keine Rolle. Es ist Heilung, die fließt. Alles andere sind nur Konzepte. Und wie du das aktivieren kannst für dich selbst, aber auch für andere, wenn du das möchtest. Und das eben fühlend auch zu erleben. Das ist wirklich so der Fokus, dich selbst wieder komplett neu aufzurichten. Wirklich zu schauen, vielleicht gibt es einen Scherbenhaufen in deinem Leben. Und zu sagen, super. Aus den Scherben machen wir jetzt was Neues. Und darum geht es, wirklich diesen stabilen Lebensbaum. Und für mich ist das wirklich immer so ein Mammutbaum, der unzählige Jahre hinter sich hat, vielleicht Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und der trotzdem noch so stabil, stolz und mächtig dasteht und wirklich jedem Sturm und Wetter zu trotzen scheint. Und das scheint nicht nur so, das tut er auch. Und gleichzeitig auch verbunden mit so viel Weisheit, Wissen, nicht nur von dir selbst, von Wissen, das energetisch vorhanden ist, aber auch bis weit in die Ahnenreihe zurückgeht, sich auch da
wieder mit zu verbinden. Weil alles, was wir brauchen, ist tatsächlich in uns. Und Silvia schreibt gerade wie ein Olivenbaum. Ja, ich liebe Olivenbäume, Okay. liebe Silvia. Ja, Ja, das ist ein der schönes, schönes Weltenbaum, Bild. Avatar. Genau, richtig. Und das ja für sich zu erkennen, weil ich glaube, viele haben das Gefühl, sie sind kaputt oder sie sind zerbrochen. Und sagen, nee, ihr seid nicht kaputt, ihr seid auch nicht zerbrochen. Ihr seid ganz. Aber vielleicht sind die Teile verrückt. Und die werden jetzt neu sortiert, so dass sie dir mehr dienen oder komplett dienen. Ja, Und vorher war das eben nicht. ich glaube auch, Simon, ich weiß gar nicht, ob sie zerrückt sind, sondern ich glaube, wir haben so viele Teile in unserer Vase eingeklebt oder in unser Puzzle eingeklebt, reingedrückt, das gar nicht unsere sind. Und ich glaube, das ist wichtiger noch, wie dass irgendwas kaputt ist oder irgendwie was verrückt ist, sondern wir haben einfach so viel angenommen durch uns. Unser Leben einfach durch Systeme, durch Konditionierungen von Eltern auch, die müssen ja nicht gut oder schlecht sein, darum geht es gar nicht, sondern du hast Dinge einfach übernommen aus der Erziehung heraus und wir haben nie gelernt, wir selbst zu sein. Keiner von uns weiß es wirklich. Wer bist du und was willst du leben? Und ich glaube, das ist die größte Philosophie auch hinter Infinity, dich zu erkennen, deine Farben zu erkennen, wie wir immer wieder sagen. Also wirklich dein Sein zu erkennen und für dich loszugehen. Und das war immer unsere Vision. Seit 4 Jahren haben wir das gesagt. Wir wollen die Menschen darin unterstützen, dass sie morgens aufstehen und mit einem Lächeln in den Spiegel gucken und Lust haben auf dieses Leben und nicht sich durch diesen Tag schleppen und von, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, dass es einem einfach komplett neue Lebensenergie gibt, dass man wirklich fühlt, mein Leben verändert sich, auch wenn ich es nicht begreifen kann, was das jetzt im Einzelnen liegt. Es ist auch nicht wichtig, auch sich davon zu lösen, dass wir immer alles verstehen, begreifen müssen, was war jetzt der Ursprung und was ist, spielt keine Rolle mehr. Es gibt leichtere Wege und wenn es eine Rolle spielt, kommt die Information auch hoch, dass sie ins Bewusstsein rückt und heilt dadurch. Aber für die Ja, und ich will, allermeisten weißt du, Menschen. ich will Menschen sehen, die strahlen, die Leuchten in den Augen haben. Und ich möchte keine Mamas mehr sehen, die keinen Bock mehr haben, auf den Spielplatz zu gehen, die da rumrennen und denken, so ein Kackkind. Hey, ich will, dass die Spaß dabei haben mit ihren Kindern. Ich will, dass die Freude haben an ihrem Leben. Und das ist einfach das, was wir hier auch weitergeben wollen, dass ihr für euch erkennt, das ist meins. Und ja, es gibt immer Dinge, die wir tun müssen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Aber wenn du einen großen Teil hast, der dir Freude macht, dann ist der Teil, der nicht so viel Spaß macht, einfach viel kleiner. Aber wenn der Teil, der einfach scheiße ist, so groß ist, da bleibt nichts mehr an Lebensfreude. Und für das sind wir nicht hierher gekommen. Ich war selber da drin gesteckt und ich bin so froh, dass ich da raus bin und dass Ja. es mir einfach Spaß macht, dieses Leben. Weil deswegen bin ich hierher gekommen und das ist das, was wir euch weitergeben möchten. Genau, und ich glaube, das ist das, was wir auch schon erlebt haben, dass wir alle waren schon in diesem Sumpf oder gerade die letzten 4 Jahre waren wirklich mehr als herausfordernd. Also das sind, ich glaube, für uns beide Dinge passiert, die wir niemals für möglich gehalten hätten, im Guten wie im Schlechten. Soweit es sowas wie schlecht gibt, das ist ja auch eine Wertung, eine rein menschliche Bewertung von einer Erfahrung. Aber dann auch zu sagen, du kannst dann selbst, wenn du das Gefühl hast, es bricht gerade um dich herum alles zusammen, kannst du Freude empfinden, kann es dir gut gehen, weil es ist deine Entscheidung. Und dann zu sagen, ich richte mich auf das Positive aus. Und selbst wenn du wenn du in einem Leben bist, wo du sagst, ich bin wirklich in einem riesigen Scheißhaufen gelandet, und wenn dieser Haufen 99% beträgt, gibt es immer noch 1%, was gut ist. Und wenn du dann in der Lage bist, dich auf dieses 1% zu konzentrieren, werden da ganz schnell 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% und mehr. Und das zu vermitteln, egal in welcher Situation du bist, du hast immer einen Grund, dich zu freuen, dich glücklich zu fühlen. Und auch die Phasen, wo es dir vielleicht mal nicht so gut geht, zu fühlen
Und dann aber auch zu sagen, okay, ich nehme das Gefühl jetzt gerade an und kämpfe nicht mehr dagegen an. Was kann ich denn jetzt machen, damit das weggeht? Weil der Zauber ist meistens in dem Moment, wo du sagst, ja, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, bleib so lange, wie es dir gefällt. Und plötzlich ist es weg, weil du den Widerstand aufgegeben hast. Der Kampf Und gegen dich selbst. ja, und deshalb ist es, und ich liebe dieses Wort Entwerden, was es eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen überhaupt gibt. Und du hast das vorhin schon gesagt, um da nochmal den Abschluss hinzukriegen oder die Brücke zu bilden. Alle wollen irgendwas werden, anstatt den ganzen Sondermüll loszuwerden, den sie sich ihr Leben lang aufgeladen haben, um das zu sein, was sie sind. Sehr schön, hast du das gesagt. Ja. Und sich immer wieder daran zu erinnern, du bist das großartige Wunder, das du immer gewünscht hast. Ja. Und sich das bewusst zu machen, weil es kommt niemand, der dich rettet. Du kannst das selbst. Und das ist das Schöne. Du brauchst auch niemanden, auch wenn du meinst, es müsste jemand sein. Und genau, die liebe Daniela schreibt gerade, dass sich so ein Scheißhaufen auch zu einem Glückshaufen transformieren kann. Ja, und genau das, liebe Daniela, weil wir alle sind ja, wir haben diese magischen Fähigkeiten, das zu transformieren. Und es gibt im Deutschen ja auch das Sprichwort aus Scheiße Gold machen. Ja, oder Und du siehst was ich mir immer diese vorstelle, Fähigkeit. die Vase fällt, da sind tausend Scherben und du siehst das Glitzern der Diamanten in diesen Scherben. Und Zum dann kannst du Beispiel. neu kreieren. Zum Beispiel, absolut. Und das ist aber etwas, was am Anfang, und ich meine, waren beide in diesen Lebensphasen, wo, wenn wir uns das gegenseitig gesagt haben, da hätten wir uns auf Ohrfeigen können, gegenseitig dafür. Und haben dann auch schon gesagt, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber es ist so und es ist auch tatsächlich so. Und über diese ganzen wirklich sehr schwierigen diese Glückseligkeit zu empfinden, wahrzunehmen, zu fühlen. Das ist noch die gesteigerte Freude in Höchstform, weil es eine Entscheidung ist und weil wir wirklich viel Arbeit in uns gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass wir viele, oder ich persönlich, viele Umwege gegangen bin und in vielerlei Hinsicht den härtesten, dunkelsten Pfad genommen habe, aus welchen Gründen auch immer. Und das auch eine Erfahrung ist, die wir weitergeben möchten an andere, damit sie für sich direkt den lichtvollsten Weg gehen können. Ja, nicht jeder muss durch Mordor gehen, um den Ring zu vernichten. Absolut, das haben wir schon für euch gemacht, das ist schon. Man Der ist kann auch schon durch da gewesen. Elfenreich dorthin kommen. Ja. Und das ist eben auch wichtig, oder dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass wir alle hier sind, um zu dienen. Auch wenn sich das Wort dienen erstmal sperrig anhört oder komisch oder irgendwie antiquiert, aber in erster Linie, um uns selbst zu dienen, um das zu tun, was uns wirklich mit Glückseligkeit erfüllt, wo wir uns lebendig fühlen, wo wir einfach wissen, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das andere auch für etwas Höheres noch einzusetzen. Das heißt, dass für mich bedeutet das, dass auch andere Menschen davon profitieren. Und bei mir persönlich weiß ich bin nicht nur Künstler und Heiler, ich bin auch Botschafter der Liebe. Und auch das ist etwas, was ich erstmal annehmen musste. So, Botschafter der Liebe, was ist das und wie klingt das, wenn andere das hören? Ja, ist mir auch Wumpe. Weil es geht nicht darum, was die anderen denken, es geht darum, was ich bin. Und auch dazu zu stehen. Und andere Menschen dazu ermutigen und dabei zu unterstützen, ein Leuchtturm für andere Menschen zu sein in stürmischen Zeiten. Weil diese Leuchttürme werden mehr denn je gebraucht und es geht wirklich ausschließlich um echte Menschen.
Ja, und ich muss ganz klar, was du jetzt auch sagst, nochmal sagen. Ich glaube, ich hätte mir auch viele dunkle Pfade ersparen können, wenn mein Verstand, mein Ego nicht so laut gewesen wäre. Wenn ich gleich wirklich auf mein Herz gehört hätte, hätte ich auch ein paar Umwege einfach lassen können. Ja, klar. Ja. Aber deshalb haben wir ja, wie gesagt, diese Erfahrung gemacht, um davon anderen weitergeben zu können. Und dann darf jede Person für sich selbst entscheiden, nehme ich es an oder drehe ich noch eine Ehrenrunde. Weil das ist dann auch nicht mehr unsere Verantwortung. Das ist das, was wir, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, für Infinity betonen möchten, Menschen wirklich dabei zu helfen, sich selbst zu ermächtigen. Und auch das klingt für viele vielleicht ein bisschen komisch, sondern zu sagen, ich bin in der Lage, selbst die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. Und ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich es nicht habe, weiß ich, wen ich um Hilfe fragen kann. Oder es zeigt sich eine Person, die mir eine helfende Hand reicht. Und dann bin ich es mir auch wert, diese Hand zu ergreifen und schlag die nicht weg aus Ego oder was auch immer. Und Ja, und was ich auch ganz besonders einfach finde in dieser Ausbildung, diesen Übungszirkel, der einfach unter der Woche läuft. Wir übermitteln die Inhalte an einem Samstag und nehmen uns da wirklich viel Zeit und üben dann aber wirklich einmal die Woche diese Sachen. Und da freue ich mich besonders drauf, weil wir einfach da sind, mit euch das gemeinsam trainieren können. Und letztendlich ist es einfach. Ja, viel ist einfach Übungssache und ja, ich möchte einfach in Kontakt mit euch sein, wenn ihr Fragen habt oder auch manchmal steht man einfach da, der innere Wächter steht davor und man hat einfach keine Chance weiterzugehen. Und ich finde, da ist einfach schön, wenn, dass wir auch zu zweit sind, dass einfach jemand da ist und sagt, okay, komm, wir gucken das jetzt uns mal kurz an, wo hängt es jetzt gerade und dann weiterzugehen. Also ja, das liebe ich einfach an diesen Ausbildungen oder Kursen, die wir jetzt oder ich jetzt so auch anbiete, dass wir halt immer ja da im 1:1 Kontakt oder zumindest in der Gruppe greifbar sind und einfach auch da genau. sind. Ja, und dass wir eben das persönlich machen können. Ich meine, wir haben das selbst auch schon erlebt, dass wir, oder wenn ich irgendwo hingehe, entscheide ich mich für die Person oder die Person, die das anbietet. Und wenn diese Personen dann für mich persönlich nicht direkt, weil die auch wieder ihre Mitarbeiter, finde ich das persönlich ein bisschen schade, weil mir oder dir und mir der Kontakt zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, auch sehr, sehr wichtig ist. Und diese Übungszirkel einfach auch nochmal Sicherheit geben, auch nochmal das Vertrauen in sich selbst stärken. Ich kann das. Ich habe die Fähigkeit. Oder Menschen dabei zu unterstützen, dieses Vertrauen zu bekommen, alleine zu bestätigen, ja, das, was du gerade empfangen hast, gesehen hast, gefühlt hast, wie auch immer es war. Auch das braucht wir und vor allem am Anfang damit und egal ob man nach dieser Ausbildung nach den 3 Modulen sagt, es ist schön, ich habe damit mein Leben verändert und ich werde das weiterhin für mich verwenden oder ob du sagst, ich bin so begeistert davon, ich möchte das auch mit und für andere Menschen machen, beides ist möglich, aber in jedem Falle ist es ein wunderschönes Geschenk an dich selbst. Und vom Gefühl her tauchen wir jetzt auch schon ganz bald in die Session ein für heute Abend. Genau, Ein bevor Abschlusssatz wir alles. vielleicht noch, glaube ich, ist es einfach da auch die Sache, musst du dich halt entscheiden. Es gibt sehr viele Online-Kurse, das wissen wir ja. Ob du dich da einfach für das günstigste Smartphone entscheidest oder ob du halt das teuerste kaufen willst, weil es ein iPhone ist oder ob du halt wirklich sagst, hey, ich will Qualität und ich möchte greifbare Menschen haben und die da auch mit dem Herz dabei sind. Richtig, das ist etwas, genau, da darf jeder selbst für sich entscheiden, fühlt sich das richtig an oder nicht, auch da dem eigenen Gefühl zu vertrauen und gefühlte Entscheidungen zu treffen. Und für alle, die daran interessiert sind, die wissen möchten, was bedeutet das genau, vielleicht auch nochmal Fragen haben, werden wir am Dienstag, das heißt übermorgen, 2. Mai, 19 Uhr oder 19:30 Uhr, was hatten wir 19 gesagt? Uhr machen. Okay, machen wir 19 Uhr deutsche Zeit
einen 2-stündigen Kurs. Teilnahme sind 55 Euro, die, wenn du dich entscheidest, diese Ausbildung zu buchen, auch verrechnet wird auf den Preis der Ausbildung, so dass du dort auch nochmal in den Genuss deines persönlichen individuellen Heilungscodes kommst, der jetzt für dich wichtig ist. Das werden wir vorher austesten, vor der Session nochmal ein bisschen mehr zu den Farben erzählen, verraten und anschließend eben auch für deine Fragen da sein. Genau, Anmeldung könnt ihr euch einfach bei uns melden. Ja. Kann ich nachher auch noch was dazu machen, genau. Genau. Ja, zu dem Farbcode, das kommt jetzt gleich auch im Healing, den haben wir für die Gruppe ausgetestet, für alle, die die Session mitmachen, auch im Nachhinein. Genau. Haben wir vorab ausgetestet. Am Dienstag kriegt jeder individuell seinen. Also das ist dann wirklich für dich abgestimmt und es ist wirklich eine tiefgründige Heilung. Wir haben selbst genug an uns und an unserem nahen Umfeld ausprobiert. Es ist wirklich Wahnsinn, wie kann es gar nicht in Worte Unfassbar. fassen. Das ist das Schöne daran, dass es wirklich alles beinhaltet, was man sich vorstellen kann, dass es eine Farbe ist, die man nicht greifen kann, die nicht nur auf DNA-Ebene arbeitet, die sämtliche Zeitlinien umfasst, die Upgrades ermöglicht, die Heilung ermöglicht, Transformation. Alles, was man, weiß nicht, welche Konzepte du kennst, aber ob das jetzt eine Herzenswand aufzulösen ist oder negativ resonierende Verbindungen zu lösen, zu was auch immer, dass es wirklich so tief geht und es darf schön sein und es darf Spaß machen und schnell gehen. Ja, und ich denke, wie oft stehen wir auch da und denken, oh Gott, was ist jetzt heute mit mir los und ich weiß gar nicht und überhaupt. Und du kannst einfach diese Farbcode-Tabelle nehmen und ich habe es jetzt gestern auch so schön erfahren und einfach, ja, den Code austesten und ich gucke auf die Map und denke, ach so, ja super, okay, download und let magic happens und es funktioniert einfach und das ist einfach so magisch. Und ich bin so dankbar für das schon allein, für das, dass wir das jetzt haben, weil es wird uns so viel erleichtern, auch im Wachstum und in Klar. unserer eigenen Heilung, die natürlich niemals endet, bis wir diese Erde verlassen werden. Vielleicht noch sogar darüber hinaus. Wir werden sehen. Wahrscheinlich, das werden wir dann erleben. Aber danke, dass du das nochmal erwähnst, weil wir selbst arbeiten schon, seit wir die Liste erhalten haben, damit und haben die auch schon an vielen anderen Menschen angewendet, mit denen wir eben auch regelmäßig arbeiten. Und auch ich muss sagen, ich finde es immer faszinierend, weil egal wie professionell wir sind, egal wie qualifiziert wir sind, es gibt immer wieder die Situation, wo unser Verstand sagt direkt, ja, ich weiß schon, was das Thema ist, so, 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 so. Und wenn du mit so einer Tabelle arbeitest, der Verstand hat überhaupt keine Ahnung, was sich hinter dieser Zahl verbirgt und ist völlig ausgeschaltet. Und das, was rauskommt, ist wirklich das reinste, purste Ergebnis, das man sich wünschen kann für sich selbst und seine Heilung und auch gerade das, was man gerade benötigt. Ja. Okay, ich glaube, es ist alles gesagt für heute. Wir machen, wie gesagt, noch einen Post, wenn du dabei sein möchtest, am Dienstag, 2. Mai, 19 Uhr, für deinen persönlichen individuellen Heilcode, den wir vorher austesten, in Session, Fragen und Antworten. Weitere Informationen zur Ausbildung, 55 Euro. Wir freuen uns auf dich und wenn du die Ausbildung buchst, wird der Betrag dir dann auch angerechnet. Genau, ich Genau. lasse den Farbcode einfließen in die Session. Nina wird anleiten. Machst Gibt du es noch den was Start zu oder mach tun? komplett? Ah, oh, ich muss Du meine darfst Sachen wegtun. komplett machen. Beim nächsten Mal mache ich komplett. Ja, das mit dem Farbcode ist auch Arbeit. Ich habe mich so gefreut, dass du jetzt mich da abschießt. Ach so, soll ich Okay, den ihr Lieben. abschließen? Ja, ich kann Dann auch gerne die den Anfang Einleitung machen. nehmen. Machst du kurz den Anfang. Dann mache ich ganz kurz den Anfang, genau. Okidoki. Liebe das, wenn du anleitest. Dann.
Genau, mach es dir gerne in einer liegenden oder sitzenden Position so bequem wie möglich. Das, was sich für dich jetzt in diesem Moment richtig und stimmig anfühlt. Und während du es dir bereits gemütlich gemacht hast oder immer noch dabei bist, nimmst du ganz automatisch über dein Einatmen weiß-goldene Energie über deinen Bauchnabel und deine Nase in deinen physischen Körper auf. Egal, ob du die Energie sehen, fühlen oder wahrnehmen kannst, sie weitet sich in deinem ganzen physischen Körper aus und dehnt sich darüber hinaus in deinen energetischen Körper aus, in alle Zeitlinien und Dimensionen. Gleichzeitig lässt du ganz automatisch mit jedem Ausatmen alles los, was dich bis zu diesem Moment noch in irgendeiner Art und Weise bedrückt, besorgt, vielleicht sogar belastet hat. Gleichzeitig wird dein Energiefeld geklärt. Alle Energien, die nicht deine sind, fließen an ihren Ursprung zurück. Und wenn du deine eigene Energie fremd vergeben haben solltest, fließt diese jetzt auch mit deiner Erlaubnis an dich zurück. Und du kannst immer mehr fühlen und wahrnehmen, wie du dich ruhig, sicher, entspannt und geborgen in dir selbst fühlst. Gleichzeitig fühlst du Verbundenheit zur Erde, dass du wirklich tief und fest verankert und verwurzelt bist. Und mit den nächsten drei Atemzügen, die du jetzt machst, übernimmt Nina die geführte Meditation. Und ich lasse dann die Farbcodes zusätzlich mit einfließen. Mit dem nächsten Atemzug kommst du direkt mitten im Paradies an. Stell dir vor, du landest dort an einem Ort deiner Wahl. Es ist das Paradies, wie es du dir jemals hättest vorstellen können, wie du es dir ausgemalt hast. Deinen kühnsten Träumen. Du gehst dort ein paar Schritte an diesem Ort entlang und du schaust dich um. Vielleicht siehst du Palmen, vielleicht siehst du Bananenstauden. Vielleicht gehst du am Strand entlang. Vielleicht bist du mitten im Dschungel, spürst das saftige Grün um dich herum. Stellst dir vor, was nimmst du wahr an diesem Ort? Du suchst dir einen Platz, an dem du dich niedersetzen kannst. Ein Platz deiner Wahl, ein Platz, an dem du dich wohlfühlst. Du setzt dich in einem Schneidersitz auf die Erde, spürst die Verbindung zur Erde unter dir, den Boden.
spürst auch schon die Energie der Erde. Stellst dir vor, wenn du nicht weißt, wie, strömen diese erdige Energie in deinen Körper hinein. Eine sehr wärmende Energie erreicht deine Oberschenkel, dein Becken, strömt in deine Füße, strömt in deinen Unterbauch, warm, geborgen, gehalten, beschützt, bringt Ruhe in deinen ganzen Körper hinein. Und du spürst, wie du bei dir bist. Nur du, nur deine Energie, die Energie der Erde, die Energie des Paradieses, in dem du dich gerade befindest. Und du schaust an diesem Ort in den Himmel empor. Du siehst ganz weit weg, wie etwas niederfällt. Vielleicht denkst du im ersten Moment, es sind Schneeflocken, die ganz sanft auf dich zukommen. Vielleicht sind es auch Regentropfen, du bist dir nicht sicher. Du schaust in den Himmel, was fällt, fällt, fällt. Nein, es ist bunt, was auf dich zukommt. Es ist nicht nur weiß und kristallklar. Es trägt viele Farben. Du siehst blau, du siehst rot, du siehst gelb, wie ein Konfettiregen in weiter Ferne. Du beobachtest es weiterhin. Was ist es, was auf dich zukommt? Was fällt auf dich nieder? Ganz gespannt wartest du, wie auf Sternschnuppen. Du wartest und schaust weiter in den Himmel und dann erkennst du, es sind einzelne Blüten, die es vom Himmel regnet. Sie fallen nieder auf deinen Kopf, auf dein Haar, direkt in deinen Schoß hinein. Gelbe Tulpen, rote Rosen, blaue Vergissmeinnicht und noch so viele mehr. Alle Blüten fallen direkt um dich herum und in deinen Schoß hinein, in deine Handflächen und schmelzen wie Eis, das gerade auf deine Haut gefallen ist. Wie kleine Schneeflocken schmelzen auch diese Blütenblätter. Sie gehen über wie Wasser in deine Haut hinein, durchdringen jede Hautschicht, gehen tiefer bis in jede Zelle und du spürst dieses Kribbeln in jeder einzelnen Zelle. Landet nun dein Farbcode ganz automatisch. Bist du bereit, ihn zu empfangen? Und du sprichst einmal innerlich: Ich bitte jetzt um Integration meines Lichtcodes. Ich bitte um maximale Entfaltung und Heilung aller versteckten Themen, soweit mein Körperbewusstsein heute bereit ist. Nun siehst du eine einzige Zelle direkt vor deinem inneren Auge, stellvertretend für all die anderen Zellen in deinem Körper. Und in dieser Zelle eine Blume deiner Wahl.
Du siehst, wie diese Blume aufgeht, größer wird, voluminöser wird, wie sie ihre Blütenblätter entfacht, entfaltet. Stell es dir vor. Bring die Farben in deine Zellen. Bring all diese Facetten in dein Leben. Und lass Liebe landen. Und in jeder einzelnen Zelle geschieht das Gleiche. All die Blütenblätter entfachen sich, entfalten sich, werden größer und bunter als jemals zuvor. Du spürst diese Vibration wie eine Aufregung in deinem ganzen Körpersystem. Und Heilung darf geschehen. Durch alle Gezeiten. Durch alle Paradigmen, Universen, allen Zeitlinien bis ins Hier und Jetzt. Lässt diese Energie in deinem Körper landen, auch wenn du nicht weißt, wie. Es geschieht einfach. Gib der Magie ihre Chancen, dir zu helfen. Lass sie sich entfachen auf unbewusster Ebene, viel tiefer als du jemals schauen kannst, viel tiefer als du spüren kannst, viel tiefer als du es bewusst wahrnehmen kannst. Es geschieht einfach. Du fühlst es, oder? Du fühlst, dass etwas geschieht in deinem Körper. Lass es geschehen. Ohne es zu bewerten, genießt du es einfach, diesen Prozess der Heilung. Er wird über Nacht andauern, ohne dass du etwas bewusst dafür tun musst. Du atmest immer tiefer und tiefer in den Körper hinein, spürst deinen Körper immer mehr und mehr. Vielleicht magst du deine Hände zu Fäusten kurz machen, deinen Körper fühlen, deine Hand. Handflächen berühren. Vielleicht magst du deine Arme abstreifen, dich mal fest in den Arm nehmen, dir sagen, dass du für dich da bist und immer wacher und wacher werden. Und du bedankst dich bei den Farben, beim Universum, bei dir selbst, bei den Energien, ganz in deinem Stil, wie es du für richtig hältst. Malo, okay, Aqua. Dann kehrst du zurück ins Hier und Jetzt. Danke euch. Danke euch, genau, danke dir, liebe Nina. Sehr gerne. Wie geht's euch? Wer ist denn noch da überhaupt? Ja, sind noch einige da. Schreibt gerne was. Auch im Nachhinein, genau, da ist so, wie es passt und sich richtig und stimmig anfühlt. Ja. Ich glaube. Dann dürfen alle ihr Bettchen in Baden noch, genau, baden noch in den Energien, was sehr, sehr schön ist. Yvonne ist noch da, schreibt danke euch sehr gerne, Yvonne. Ja, nimm die Energie noch mit, also geht es nicht gleich irgendwie noch Küche putzen, sondern entspannt euch noch ein bisschen, macht euch einen Tee oder legt euch ins Bett, Badewanne.
Spaziergang, was auch immer du jetzt Lust hast. Und ja, ganz herzlichen Dank nochmal, Nina. Danke dir fürs Zuschauen. Ach, Und Elisabeth ist auch da. Ich habe dich gar nicht Nina, gesehen, sehr gerne. Glückwunsch über alle, die am Dienstag mit dabei sind oder die wir im Rahmen der Ausbildung über ja, 4 Monate begleiten dürfen. Das ist für uns wirklich auch noch mal eine ganz besondere Ehre, das machen zu dürfen, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Haben wir Und gesagt, dass wir die Module, die kann man natürlich auch einzeln buchen. Also das ist genau. auch möglich. Ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit bei uns. Ja, wobei Voraussetzung ist Modul 1, weil alle anderen Module bauen darauf auf. Das heißt, 1 und 2 kann man machen oder 1 und 3 oder auch wenn es mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt oder wie auch immer. Da ist aber Modul 1 wirklich das Basismodul. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal Danke, von dass du meiner hier warst. Seite. Und sehr, sehr gerne Sonnenschein. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich darauf. Ich mich auch. Einen wunderschönen Abend Tschüss, von Elisabeth. Athen nach Deutschland und alle anderen Orte dieser Welt, wo ihr zuschaut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.